Snoop Dogg hat eine Rolle gespielt bei meiner Namensfindung. Der hat alle Sachen geschisselt. Und ich heiße David in Real Life. Und wenn man David schisselt, dann kommt der so raus. Die Welt ein bisschen besser. Stell mal vor, du könntest sie verändern. Stell mal vor, die Deutschen hätten ein bisschen Liebe für ein paar Entwicklungsländer. Stell mal vor, hier alles wäre anders. Stell mal vor, du wärst der Bundeskanzler. Stell mal vor, Gerechtigkeit wäre Standard. Ich träume es manchmal. Imagine all the people. Eigentlich habe ich angefangen zu rappen damals, als der Film 8 Mile rauskam. Seitdem habe ich das durchgezogen. So. Also so, es hat uns irgendwie so ein geiles Hobby damals gegeben und bis heute habe ich nicht aufgehört. Meine Kindheit in 61 war echt gechillt. Ich war im Fußballverein, Amateure so, natürlich mit einem anderen. Wir waren die einzigen beiden Deutschen und wir mussten uns auf jeden Fall so ein bisschen durchsetzen. Aber das hat mich auch irgendwie so ein bisschen hart gemacht. Also wenn ich irgendwann Kinder habe, werde ich die, glaube ich, auch in so Situationen stecken, die nicht so leicht sind, weil ich glaube, das macht einen stärker irgendwie. Aber insgesamt hatte ich eine sehr schöne Kindheit so, meine Eltern waren immer für mich da und ich hatte sehr viele Freunde und nice Bildung und alles, was man braucht so. Ich glaube, bis heute hat Kreuzberg so ein bisschen so diesen Flavor von was wollen die von uns und wir pöbeln zurück und wir sind irgendwie ein bisschen links angehauchter als die anderen oder irgendwie so. Das prägt mich natürlich auch, ich bin ja hier groß geworden so und versuche teilweise auch irgendwie so linke Themen in meiner Musik irgendwie rüberzubringen und auf Demos zu spielen und alles. Aber ich bin gleichzeitig auch jemand, der gerne Party macht oder auch Scheiße labert und nehme mich da auch nicht zu ernst und bin jetzt nicht der linke Rapper irgendwie. Mich persönlich, wenn ich Musik höre, catcht es immer besonders, wenn ich das jemanden abnehme, wenn es authentisch klingt. Wo man merkt, krass, okay, der muss jetzt nicht nur über Oberflächliches sprechen, sondern der kann auch etwas von sich preisgeben und man nimmt es ihn ab. Mich beeindruckt es dann immer, wenn jemand irgendwas sagt, wo ich denke, ach krass, okay, das nehme ich dir jetzt so ab, als ob wir miteinander sprechen. Das meinst du gerade ernst und du hast es nicht gesagt, weil du der Meinung bist, dass es gut ankommen wird und dass es in einem Song reingehört und so weiter. So. Nach meinem Abi, so, ich war glaube ich irgendwie 20 oder so, war ich ein Jahr in Kamerun und habe da FSJ gemacht damals und habe in einem Kulturzentrum gearbeitet und hatte viel mit Musikern zu tun. Ich habe in der Zeit auch ein Album gemacht und ich hatte das Glück, da so einen Produzenten kennenzulernen. Und der hat mich so einer Musikrichtung näher gebracht, die hieß Coupé Décalé oder auch La Pongo. Ich habe halt darauf gerappt und das hat sehr gut funktioniert. Und so kam ich eigentlich dazu und bin dann über Kuduro, also über Coupé Décalé zu Kuduro, zu Beilefunk, was auch so ähnlich ist. Das ist einfach etwas, wo ich persönlich den Rhythm so mag, auch auf Partys. Ich habe dazu besonders getanzt und konnte darauf voll gut tanzen. Und dann habe ich einfach das für mich so als roten Faden entdeckt. Hatte damals noch Picardi in den Socken vor den Kontrolleuren botten und wir singen zusammen am Kotti. Küsse Muli mal vis-a-if. Tut seine Mutter, wer nicht klatscht. Küsse Muli mal vis-a-if. Ich mache das voll gerne, dass ich so Party-Songs mache und zwischendurch eine gesellschaftskritische Zeile oder eine politische Zeile, die auf einmal so einen da rausholt, droppe. So. Diese Mischung ist für mich so der Reiz gewesen, also zum Beispiel auch auf Konzerten, irgendwie so Party-Lyrics, Party-Beats und auf einmal sagt man irgend so etwas, was die Leute erstmal irritiert und alle hören so ganz kurz auf zu tanzen und so, warte, was war das? Egal, der Beat ist nice und es geht weiter so. Und ohne, dass man jetzt einen ganzen politischen Song machen muss. Und irgendwie ist das auch der rote Faden des Albums geworden. Tanzbare Mucke zu machen und zwischendurch auch Sachen anzusprechen, die ein bisschen darüber hinausgehen. Abo. Heute wird Abrissticker, boom, boom, pow, wir sind... Live ist immer so die Belohnung. Ich finde, die Arbeit ist im Studio, weil du machst einen Song so, aber wenn du ihn dann live spielst und die Leute das mitschreien und mitfeiern und springen, das ist der Moment, wo der Song wirkt, wo der so seine Wirkung entfaltet. So. Deswegen ist für mich auf jeden Fall live ist so das Wichtigste an der Musik. Ich könnte schon fast sagen, ich mache ein Album, nur um es dann live zu spielen. So. Ich hatte jetzt in dieser Corona-Phase
echtes Problem, dass mir, ich wurde zum ersten Mal beim Splash gebucht dieses Jahr und so, das ist alles ausgefallen. Ich hoffe halt, dass irgendwann in Zukunft wieder dieses Moshpit und so möglich ist, weil das ist halt einfach, wenn man ehrlich ist, am Ende des Tages, das, wo man Musik am meisten feiert, einfach so.